Ihr seid doch alle kranke Autisten. Ich. Sorry, ich geh kurz weg. Die Scheiße hier, das finde ich ehrlich. Was? Von wo? Ich hasse dich. Hast du den da runtergehauen? Du mieses kleines Dreckstück. Meine Frage, warum heißt die Welt von Link eigentlich Hohe Regel? Oh. Hohe Regel? Hohe Regel. Ah, Hyrule. Okay. Ja, pass auf. Ja, du musst dir halt vorstellen, die tragen ja alle grüne Klamotten, ja? Bram, jetzt pass auf. Also, okay. Erstmal tragen grüne Klamotten, ja? So. Und Hyrule heißt, die oberste Regel ist, dass man immer high sein muss, ja? So. So, und das Problem ist, dass Ganondorf sich da aber nicht so unbedingt dran halten möchte, weil Ganondorf ist nämlich ein Weltverbesserer. So, ja. Und Link, ja, mit seinem Schwert und seinem Schild, mit seinem Masterschwert, ja, womit man am besten das Weed zerschnibbeln kann. Ja, das ist wie so ein richtig krasser Grinder. Ja, das ja, macht er ja auch immer. Da verkriegt er immer Edelstände, wenn er das Weed zerschnibbelt. Genau, weißt du, der zerschnibbelt ja auch immer die Grasbüschel auf dem Boden. Also heißt das, der ist quasi Dealer und das ist das Sinnbild dafür, dass der Gras zerschneidet und dann dafür Geld kriegt? Nein, er ist viel mehr als ein Dealer, Bram. Der ist das Sinnbild aller Leute, die in Hyrule leben, ja? Okay. So. Ja, macht Sinn. Doch, also jetzt, wo du so sagst. So, und das ist... um die Leiter ranzukommen. 1, 2, 3. Wow! Ach du Scheiße. Peter, hier kommt noch richtig geiler Shit. Muss erstmal bis da kommen, wa? So, und die Eule, die der immer trifft, das sind quasi seine hypnotischen Anfälle. Wie bist du denn jetzt also? Im Prinzip träumt er das alles nur, was der tut. Weil er sich morgens, bevor er aus seinem Deku-Baumhaus da richtig einrollt, und alles, was der in Abenteuern erlebt, das ist quasi nur in seiner Fantasie. Alter, der hat die geile Maske. Weißt du, wo du direkt die Mörderbong mit aufrauchen kannst? Diese Deku-Maske, mit diesem Mund da voll, so, weißt du, da kannst du die Bong reinschrauben. Ja, Junge, da geht der sich richtig. Und es gibt auch so eine Schweinemaske, womit du dann das Weed erschnüffeln kannst. Ja, Link ist schon richtig harter Barzer, das muss man mal ganz einfach sagen. Ja, okay. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar für die Erklärung. Wusste ja, kein ich halt Problem. Nicht. Ja, das ist kein Problem. Gerne, gerne, Bram. Das ist halt A Cappella, ey. Ey, du, so viele kannst du gar nicht davon haben von den Scheiben. Ja, hör auf, die zu cheaten. Du hast angefangen mit dem Regelbruch. Ja, aber dann cheate dir die ganzen Shit nicht jetzt noch. Okay. Dann mach ich die anderen wieder kaputt. Wo sind die denn vor? Hast du eine versteckt oder was? Hier habe ich eine versteckt. What the fuck? Du hast doch eine versteckt. Eine was? Eine von den Dingern. Von welchen Dingern? Damit. Wo kommt die Mucke jetzt noch her? Welche Mucke? Also lauer doch nicht, Mucke. Du hast irgendein Ding hast du hier versteckt. Du hast es unter die Erde gebaut oder so. Muss ich jetzt wirklich die Map hier auseinandernehmen? Oh Spaß, ich hab bei mir gelaufen keine Mucke. Okay. Übrigens sagen, dass ich im Vergleich zu Lego Playmobil echt behindert finde. Ja, ditto. Playmobil kann halt echt gar nichts, ne? Die haben halt keine Lizenzen und überhaupt nichts. Eigentlich voll die Lutscher. Ja, das hatten wir schon mal im Peatcaster-Thema. Da habe ich noch gesagt, Playmobil ist für die geistig behinderten gewesen. Hast du echt gesagt? Ja, habe ich gesagt. Alter. Boah, das war aber auch so eine Jay-Aussage gewesen. Das war natürlich übertrieben dargestellt, aber du musstest da ja nie groß wirklich kompliziert was zusammenbauen oder ja, so. Außerdem sah Playmobil halt richtig behindert aus. Ja, und selbst die Figuren sahen aus wie geistig behinderte Leute. Ja, damit eben. Sich halt die geistig behinderten Kinder viel zu Hause gefühlt haben. Und Playmobil hat sich überhaupt nicht weiterentwickelt, weil die Macher einfach wussten, dass Playmobil einfach... Ja, aber das ist halt wie mit geistig behinderten, die bewegen sich auch nicht weiter. Ja, Playmobil ist halt einfach eine Totgeburt gewesen. Meinst du, dass Playmobil nur von Schwulen gekauft wird?
Nein, ich glaube nicht. Hä, die geistig Behinderten haben wir doch schon abgedeckt. Ja, eben. Hast du gerade gesagt, dass alle Schwulen geistig behindert sind? Stimmt! Rein von der Aussage, es hat gar nicht so das falsch gewesen. Das war auch die Intention, weil das witzig sein sollte. Gibt's eigentlich... Oh, ich muss mal kurz gucken, ob es von Playmobil auch so ein Rollstuhlfahrer-Set gibt. Playmobil. So wie Stephen Hawking von Lego. Rollstuhl. Ja, was? Playmobil, Pflegerin mit Patient, alles klärchen. Man muss sich auch mit dem Spielzeug identifizieren können. Mann, ich schaffe diesen Sprung nicht mehr. Es ist echt zu. Boah, mein Gott. Ja, ja, fuck off. Nice, Peter. Richtig nice. Richtig nice. Warum machst du den Sprung nicht safe in die Zweierlücke rein? Oh. Wow, scheiße, Peter, was mach ich hier? Ja, komm schon, du schaffst das. Ich glaub's dir. Ich trau an dich. Moment. Peter! Du glaubst mir, du trauerst mir. Alles klar. Nein, ich trau an dich, Junge. Der zweite ist immer voll abgefuckt. Wow. Ja, genau. Weißt du was, ich muss gerade auf Toilette. Lass mal kurz Pause machen und auf Fadi warten. Oh, okay. So, 3, 2, 1. Nigga. Guck mal, liebe Zuschauer, hier steht We Love Pete's Meat, ja, da ist Sepp. Wieso willst du denn nicht Waffenstillstand haben, Hardy? Guck mal, da oben ist der Berg, sieht sogar richtig geil aus. Weil du, kleine Bitch, direkt auf mich eingekämpft hast, als ich da war. Vielleicht, ja, und das machst du doch die ganze Zeit. Hardy, ja? Ich hab noch eine ganz wichtige Info für dich. Ja. Ich hab bei dem noch einen gut. Boah, Alter, das war assi. Boah, guck mal, hörst du, wie still Peter ist? Aber ich hab jetzt habe ich mich richtig verraten gefühlt. Boah, Bram, Alter. Das hat jetzt richtig wehgetan. Boah, war das Assi, Alter! War das Assi! Boah, ich muss ganz ehrlich sagen. Manchmal muss man einfach mal machen. Peter hat mich so oft weggeschlagen, ich hatte noch einen guten. Ich hab dich zweimal aus Versehen weggeschlagen. Das ja, dann hast du gesagt, hab ich noch einen guten, hast du gesagt, ja. Ach. Ihr macht das jetzt breit, ihr macht das jetzt breit, ihr seid genial, ihr spielt mit dem Genital. Und ihr springt nun über das Blöcksche hinauf in die weite Welt. Und ich denk mir den ganzen Tag, gerade Hardy wird's gefällt. Und nun fällt er wieder runter, nee, der Welt, nicht. Die wird dann bunter. Hardy blutet am Anus. Lol. Presst daraus gern eine Haselnuss. Dann stehst du auf einmal wieder hier oben bei der 5-4 und denkst dir so, Schwanz! Jawohl. Denkst dir einfach, Schwanz! Ja, geile Schwänze, Alter. Deine Leiche hat die Kügelchen aufgesammelt, das finde ich aber sweet. Sweet, ein Bausparvertrag! Wenn du den Explosion dann geschafft hast, denkst du dir, okay, dann musst du auf dieses neue Gitter noch springen. Boah, ich muss halt mal wieder eine richtig geile Kühlschrank-Story zu erzählen, Peter. Okay, hau raus. Und zwar habe ich gestern Abend, weil ich noch richtig Durst hatte, habe ich an einer 1,5 Liter Flasche naturtrüben Apfelsaft genippt, ja. Dann musst du dir vorstellen, ich war der festen Überzeugung, dass ich diesen Deckel da wieder richtig draufgelegt, draufgedreht habe. Er war aber nur so halb drauf, ja, also so quer, weißt du, so nicht richtig draufgeschraubt. Ja, und was mache ich natürlich, weil ich keinen Platz mehr in den Standfächern hatte, gehe ich natürlich hin, ja, und setz das Teil, leg das Teil in das Fach rein. Ja, und als ich heute Morgen den Kühlschrank aufgemacht hatte, hatte ich so einen richtig schönen Wasserfall aus Apfelschorle, Apfelsaft, ja, der mir dann schön den Schrank runtergelaufen ist. Das ist da ja waren ungefähr 0,75 Liter Apfelsaft sind da, glaube ich, ausgelaufen in der ganzen Nacht. Ne, ich war früher nur im Fußballverein. Ja, guck, da bist du mir was voraus. Und auch mit dem Fußballverein haben wir damals Fahrten gemacht in die Berge und so Shit. Das haben wir auch gemacht. Das war schon sehr cool. Ich war TSV Weeze. Hab sogar ein Jugendturnier mitgespielt, damals in der, keine Ahnung, Y-Jugend oder so. Was hast du denn gemacht? Hast du die weißen Linien auf dem Platz nachgezogen oder was? Also ich nicht. Das geht leider nicht.
Ja, das ist, ja. Ich meine, da zählt ja auch dann wie Dschungelbuch und alle Lieder, wo gesungen wird von denen mit rein. Der Glück. Alle Lieder, wo gesungen wird, Junge. Ja, die ganzen Zeichentrickfilme und so, die haben ja eine eigene Firma dafür, die Disney Meisterwerke Company. Ja, ich fand's so witzig, alle Lieder, wo gesungen wird, hast du gesagt, nicht alle Filme. Ja, im Prinzip im Großen und Ganzen ist das ja so. Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Lieder... pass auf, wie viele Lieder von denen, die richtig gut gelaufen sind, wird auch drin gesungen? Du meinst Filme, nicht Lieder. Ja, ja, ist ja gut, Alter, was ist das? What the fuck? Ich habe gestern meine Freundin gefragt, ob es okay für die wäre, wenn wir uns am Wochenende nicht sehen, weil ich Metal Gear spielen will. Hast die du echt war jetzt? Nicht begeistert, ja, habe ich. Geil. Die hat erstmal nur geschrieben, wow. Und dann lange Zeit nichts. Und heute Morgen hat sie gefragt, auf welche Spiele muss ich denn noch einstellen. Dann hat geschrieben, yo, Fallout 4 kommt wohl noch. Ja, und trefft ihr euch jetzt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Was? Ich will, Spätestens wenn die Nachricht zurückkommt, wow, Punkt, Punkt, Punkt. Da ist eigentlich schon der Punkt erreicht, wo man sagen sollte, ja, okay, vielleicht sollte ich die Frage nochmal überdenken, aber nö, Peter, das ist eiskalt. Wie ist das nochmal, wenn man gut aussieht? Nicht ätherisch, Peter. Ästhetisch. Wo ist Hardy denn jetzt, der Kümmel? Hardy, du Kümmel, wo bist du? Wir warten alle auf dich. Macht sich noch Kaffee. Dich und dein kleines Pipi-Mann-Teil. Wir kriegen dabei die Gicht. Und wir singen Choppala-Hopp. Wir singen Mokkalei-Ding. Ich würde ja gerne mit dir singen, aber dein Brain ist einfach so verwirrt. Schnaps. Hast Schnaps eigentlich, wenn man dir gerne schnapsoliert? Ne, das war dumm. Vergiss das. Oh, cool. Doch, ich lauf grad nochmal zum Start. Ja, tust du. Geil. Mit dem Hardy einfach mal hinterher. Ganz geschmeidig. Nein! Nein! Die Erkenntnis dann immer. Nein, hier war ich schon, hier ist falsch. Ja, so, hier vorne wieder. Blablabla. da ist die Tür. So, und jetzt rennen wir ohne Block. Und dann sind wir wieder am Start. Jawohl. Ey, ganz ehrlich, wir haben doch jetzt alle Türen durch, Bram, oder? Ich glaube, hier gibt es kein Ende. Das. Der Bram jetzt wieder, es ist so geil. Boah, Alter. Oh, Peter, gib uns doch mal eine Richtung vor. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Auf gar keinen Fall. Nee, Bram, komm. Ach, komm schon! Komm hier mit. So, dann bist du hier am Start, nämlich, mein Schnucki. Oh. Hast du dich auch noch für die Tür entschieden, wo der Bram war? Hier ist der Start. Aha. Okay, Moment, da ist der Start. Nein, nein! Oh, oh Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, komm mal auf. Boah, Alter. Ey. Ah, geht's wieder nach scheiß Dreiertür. Nee, hier ist Sackgasse. Ey, er hat zurück. Nee, hat er doch nicht. Doch, hat er wohl. Hier ist die Drei. Rechts ist. Rechts ist falsch, links ist falsch. Das ist tatsächlich eine Schleife. Boah, ich drehe am Rad, ey. Peter einen wegfesseln. Boah, das ist so ätzend. Das ist das ätzendste Maze, was ich jemals gemacht habe. Hier kommt man nirgendwo. Komm mal mit, Bram. Ich glaube, hier ist richtig. Hier. Ja. Hier. Ja, genau. Ja, lass hier durchlaufen. Jetzt laufen wir den langen Gang lang. Jetzt links, rechts. Jetzt kann man nach links drehen. Rechts. Ja, und jetzt? So, und jetzt nach links. Guck mal, Hardy, du guckst gerade deine Dreiertür wieder an. Das kann nicht wahr sein. Voll geil, als du gesagt hast, weißt du. Also hier ist richtig. Nee, hier ist doch nur wieder eine Schleife. Gott. Hier ist doch auch nur eine Schleife. Ach Gott!
mich froh, dass ich aufgegeben habe. Oh, wow. Hier war ich aber noch nicht. Das kenne ich noch nicht hier, den Shit. Den Shit kenne ich noch nicht. Das ist neu für mich. Dann gehe ich jetzt hier rein. Guck mich jetzt hier ganz genau um. Gott. Warum, was ist denn hier? Oh Gott, wir sind wieder am Anfang! Was? Wie, wir sind wieder am Anfang? Wieso? Ich laufe jedes Mal den falschen Weg, ja, wir sind sofort am Anfang. Nein, sind wir nicht. Doch, durch die Tür da durch. Nein. Nein. Och nee, oder? Das, ey, das ist doch Bullshit! Mir ist das ein bisschen früher aufgefallen, als die Hardy dafür wieder anfangen. Allerdings. Nein! Lava nicht! Du Wichser! Ey, Hardy, guck mal, wo ich hier drin stehe. Ach ja, das ist der. Das ist der Checkpoint da vom letzten Mal. Boah, Wobbelgott. Junge, Junge. Oh, shit. Oh, shit. Dich, du hast so ein kleiner. Und dann darum ist auch ganz leicht. Dann machst du hopp. Ja, nein, nein, ich bin, nein, nein, ich bin über die Leiter gelaufen. Ich bin über die Leiter gelaufen, Junge. Ich hing da dran. Was macht der Bram dran? Ich drück mal weiter nach rechts, damit ich auf der anderen Seite wieder runterfall. Das ist nämlich dann easy going, Mama. Ja, nice. Ich liebe meinen Schwanz in meinem Arsch. Ja, ich bin die Challenge. Ich stehe so auf Gay-Sex. Ich bin die Challenge. Ach, Lila, leck mich. Lalelu, nur der jemand im Mode schaut so wie die kleinen Kinder Vögel. Nee. Oh, das war No-Brainer von Peter. Peter, das geht mal ganz, ganz kurz ausgesetzt. Ich rede schneller als ich denken kann, Mami. Alter, das kann nicht wahr sein. Das muss irgendwann aufhören. Vielleicht ist das so eine Endlosschleife. Wir springen die ganze Zeit nur auf der gleichen Stelle. Nein! 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 Peter ist runter. Was hast denn du für einen Fehler gemacht? Boah, das Spiel ist echt der Shit. Das macht schon mega Laune, das ist wohl wahr. Ach, was ist das denn jetzt hier für ein Bullshit? Ich hab auch keine Truhe gesehen. Na egal, ich werde euch nachher beim Battle trotzdem besiegen. Ich hab die wahre PvP-Skills. Oh Mann, ja, hier ist nicht mal was Gutes drin. Hier sind Leitern drin, die ich gleich auf Blöcke platzieren muss. Wobei ich ja gar keine Goldblöcke sehe. Hm? Also jetzt gerade bin ich hier echt ein bisschen abnuben. Boah. Ja, die, wieso kommst du her? Ja, ich hab das schon geschafft, da oben. Oh, fuck. Wobei, ich glaube, das ist gar kein Checkpoint. Nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss wieder anfangen. Warum das denn? Da ist kein Checkpoint, wie man da wieder hochkommen könnte, wenn man da runterfällt. Das ist natürlich ärgerlich, Peter. Echt jetzt? Aber hier ist doch die Golddinge. Jetzt muss da nicht die Leitern dran klitten schon oder so. Au, du hast absolut recht. Jetzt verstehe ich das auch. Okay. Ja, was wirklich? Ein Poem von Shash Trivet. In Memory. Herr Fasser, Scopet, Herr Upp. Asanseles, Bundle. In a senseless vault. Das könnte eine eigene Sprache sein, ohne Stroket grit linet a ihr. Ant slackenet lips. Was soll das bedeuten? Ich skriamet lonely ayo. Asche hat Wort, Alter, lonely ayo. Fiv dies before. Until silenzet bi a gun shot groin. Schottgräun. Until held hurriedly under water. Until gatteret by the sea. The flowed to the seashore. Where the now lies.
Bering. Hat ein bisschen was von Chinesisch. Ich dachte gerade an Spanisch. Silly Herr Corals and so. Pearls. So, guck mal, Fehler macht das jetzt. LOL! Ich hab nichts gemacht, ich hab dir nur zugeguckt. Okay, dann suche ich noch ein zweites raus. Boah, Bram, ey, das hat mich beflügelt, ohne Spaß, ich war so weit. Tricky. Eigentlich ist das nicht schwer, ja. Ja, aber Bram macht halt jetzt, das ist ja eigentlich gar nicht so easy. Einfach. Schwer. Ja, guck mal, Bram, ohne Spaß, jetzt kannst du das echt nicht mehr verkacken. Oh, shit! Erster Try. Erstmal nach unten gesprungen. Die hässlichen Creeper-Köppe, ey. Das ist ein Witz. Weißt du, hat eigentlich irgendjemand von euch, ohne Spaß, ohne ein Soundboard oder so, sondern mit dem Mund quasi, das Originalgeräusch von Yoshi machen, wenn er seine Zunge rausstreckt? Dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das Geräusch... Achso! Boah, das war schon voll nah dran, Alter. Das ist jetzt super, dieses... Oh, nee, Hardy, bitte nicht. Oh, warum nicht? Boah, weil das echt schwierig ist. Ah, okay. Halt nicht. Oh, aber weißt du, wie viele Leute jetzt quasi in diesem Moment sagen, tu's, tu's, tu's. Und wenn ich das getan habe, sagen die, ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Was ein Arschloch, was ein Arschloch. Ja, richtig. Willst du die wirklich befriedigen? Ja, aber dann... Oh, guck mal, ich schlage einen Kreis um dich. Wobei, man muss halt sagen, das sind auch 90% unserer Zuschauer, die genau das gerade denken. Ja, aber guck mal, die gucken uns ja eigentlich gerade, weil die genau das sehen wollen, Peter. Nein, oh, die kommen schon. Hab ich's getan? Boah, und ich bin selber zu scheiße, jetzt steinigt mich. Das Geile ist auch, ich habe Paracetamol genommen. Also gibt ja eigentlich, was gibt es? Aspirin, Ibuprofen und Paracetamol quasi, wa? Das sind die, wofür du keine Verschreibung brauchst, ja. Genau, das sind so die großen drei, glaube ich, Kopfschmerzen und so. Und dann nehme ich auf jeden Fall Paracetamol. Und weil was anderes hatten wir gerade nicht da. Obwohl ich eigentlich der Aspirin-Freund eher bin. Und nimm halt eine und warte halt so 30 Minuten, passiert nichts, nimm halt so die zweite, passiert nichts, nimm so die dritte, passiert nichts, nimm so die vierte, ja. Und ja, weil ich ja warten musste, bis der scheiß Zahnarzt dann mich beim Notdienst da dran genommen hat. Ja. Und lese dann halt nachher, viel, viel später dann, als dann behandelt wurde und so. Ach komm. Maximaldosis irgendwie so 1500 und ich hab geguckt, ich hab so 4000er genommen. Holy shit, ey. Ja, und das Geilste ist, dann sagt mir so beim Zahnarzt, ich sag auch so, ja, ich hab, ob ich hier irgendwelche Tabletten genommen habe, ja, Paracetamol, sagte so, ja, das ist schön, Paracetamol wirkt nicht bei Zahnschmerzen. Hammer. Nein! Komm schon. Backpoint! Ja! Scheiß drauf, ob ich jetzt absink, ich hab ihn gedrückt, du miese Fotze, ich hab deinen Stab massiert. Komm, ich massiere den nochmal. Ja, Junge, komm, lass mich runterfallen. Oh ja, geil. Ja. 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 Den und drei, Peter. Also, erster Versuch, Angela Merkel auf der Dienstreise, ja? Genau, und trifft sich halt mit wie hieß der, Cameron Diaz? Nee, Moment, Cameron Diaz, meine Schauspielerin. Der Cameron Diaz? James Cameron, genau. Nee, James Cameron, ich sag. Britischer Premier. Wie hieß denn der Typ nochmal? David Cameron, genau. So. Trifft sich mit Dave's, Medaille. David, ja, der tut sich mit David Cameron so. Wer Fick. Der Angela Merkel? Geht halt die Fresse, lass mich den geilen Witz erzählen. So, jetzt rest ich auf jeden Fall mit David Cameron. Ja, ich weiß, dass er mein zweiter Versuch ist. Musst du mir nicht erzählen, so. Okay. Auf jeden Fall, und dann sind die halt fertig mit ihren Gesprächen, dann treffen sie sich abends auf ein Bier, ja. Ja. Und wie gesagt, der Cameron, der nimmt sich halt, so wie es in Britannien üblich ist, ein dunkles Bier und Angela Merkel halt ein helles Pilz, ja. Und sagt Cameron halt, Feuer helf. Und dann sagt sie, Feuer danke. So, wie funktioniert denn jetzt der Bullshit hier? Alter. Du kleine Fotze, leckst gerne am Mösenschleim deiner Mutter. Du isst nach Geburt zum Frühstück. Wahr! Ah, lass die dir gerne schmecken mit einem Schuss Sahne von Papi. Boah, das ist schon Spacko.
Peter, ich habe eine Frage. Eigentlich kannst du doch gerade gar nicht mit uns Adventure Map aufnehmen. Du hast einen richtig wichtigen Termin. Na, jetzt kommt es. In Berlin ist in Berlin vom Jobcenter ist gerade Rollator-Demo. Stimmt, Peter, was ist da los? Wieso bist du da nicht? Deine Friends nicht im Stich lassen, Alter. Ey, übrigens, bei dem Muster von Lego Dimensions war noch so, nicht nur das Hauptspiel plus Portal 2, Portal Pack, da waren noch so Werbegeschenke bei. Beispielsweise eine Duff-Tasse, die du vorher in Eiskühlfach stellst und dann friert quasi so der Außenbereich der Tasse ein und dann kannst du deinen Drink in diese Tasse füllen und dann bleibt der Drink halt kalt, während du den beispielsweise vor dem Computer stehen hast. Aus Lego? Nee, nicht aus Lego. Dann ist langweilig. Dann ist langweilig. Peter. Einfach nur eine Simpsons Duff-Tasse. Ja, aus Lego. Und ein Portal-Schal. Aus Lego. War der auch aus Lego? Nee, nicht aus Lego. Ja, das ist langweilig, Peter. Ich war nur fasziniert, so ein Werbegeschenk-Kram dabei zu haben. Ich fand ja, das nee, nur faszinierend, wenn das aus Lego ist. Ja, eben. Ich meine ganz ehrlich, wenn da Lego Dimensions ist, ja, warum legen die eine verkackte Tasse dabei, die nicht aus Lego ist? Ja, weil das halt eine Simpsons-Tasse ist, von der Marke Simpsons halt. Aus Lego? Ja, aber nicht aus Nein! Lego. Nein! Ja, sag ich doch. Siehst du, die Sphinx hat gesprochen. Ich glaube, ihr sagt dir immer Nein an. Das wollte ich nämlich auch gerade wissen. Warte, ich schreibe. Test. So. Peter dumm. Die sagt immer Nein an! Dumm. An den Klaus. LOL! Okay, aber sonst vielleicht doch recht. Okay, Kaffee verschiebt sich noch. Okay, dann go. Ist die Kaffeemaschine defekt oder was? Nein. Ich hab nur so eine Tassimo und da ist, wollte mir Latte Macchiato machen und der hat quasi die Milch gerade fertig gemacht. Und ich weiß nicht, was mein Gehirn da machen wollte. Auf jeden Fall habe ich die Tasse einfach da rausgezogen und den kompletten Inhalt über meine Küche verteilt. Ich habe sogar ein Foto gemacht. Was? Wie hast du denn den kompletten... Also du hast quasi die Tasse rausgezogen, während dann noch der Kaffee nachlief und das dann alles runterlief, oder was? Nein, die Tasse war schon voller Milch quasi und da fehlte nur noch so ein kleiner Schuss Espresso und dann habe ich irgendwie mit meinen krüppeligen Fingern die Tasse einfach umgeworfen. Und weißt du, halt, voll der Adventure-Profi gerade, aber kann nicht mal eine Tasse in der Hand halten. Nee, und deswegen, ich muss das jetzt erstmal eben aufwischen und jetzt müssen wir mal eben hier weitermachen. Also muss ich Kaffee gleich machen. Deine Mutter hat einen richtig dicken Lümmel. Das kann überhaupt nicht wahr sein, mein Pimmel ist so mega dick. Ja, zeig ich, den ist der Kampfkunst. Du sprichst einfach ganz schön weit. Und dabei kriegst du Gegner in Pässe. Viel Spaß!